nicht verstehen. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen größere, die Bang. Ebenfalls F3 mit F, ja doch F3. Und einer NEM von 20 Gramm auf 20 Böller. Kommen wir nochmal zu den Thunder 120 dB. Ja. Ebenfalls F3 Zulassung. Mit einer NEM von 20 Gramm auf 20 Böllern. Dann kommen wir zu den FP3 Small. Die haben keinen Vorbrenner, falls jemand fragen sollte. Wir haben hier 0,83 Gramm NEM pro Böllerchen. Ja, das sind wirklich Böllerchen, so klein wie die sind. 24,9 Gramm insgesamt. Hier, der ist so dünn wie mein Finger. Oder so dick, wie auch immer. Ja, sind ganz cute, die Dinger. F3 Zulassung, wie gesagt. Dann kommen wir zu den Baby C4. Ebenfalls eine F3 Zulassung und eine NEM von 0,8 mal 30, also 24 Gramm oder so. Kommt das hin? Keine Ahnung. Das sind die kleinen von denen hier. Die PXP 312, das sind die PXP 309. So, dann haben wir hier Bumbum. Ich habe gerade echt Dumbum gelesen. Bumbum. 10 Stück sind enthalten mit einer NEM von 15 Gramm. Das sind 1,5 pro Böller. Dann ein Artikel, keine Ahnung wie der heißt, habe ich aber auch bestellt, auf jeden Fall F3, 1,68 Gramm NEM. Fällt schon ein bisschen hier auseinander, guckt mal, überall schon das Pulver drinne verteilt, finde ich jetzt nicht so geil. Dann haben wir etwas aus dem Hause Funke, habe ich aber auch nur einmal bestellt, die Thunder Cracker A, P1 Zulassung natürlich, nicht F1, NEM 4,8 Gramm und Herstellungsjahr 2017. Also sind die schon ein paar Tage alt. Hier, Funke. Dann haben wir hier als vorletzten Artikel im Bereich Böller den Exploder 5 oder Exploder 5. Sind 5 Stück drin, wie es der Name sagt, mit jeweils 4,5 Gramm müssten es sein, wenn wir auf 22 kommen. Ja, 4,5 Gramm NEM von Tropic oder Tropic. Und zu guter Letzt, der letzte Knallartikel ist der Evil Barracuda. Spricht man, glaube ich, so aus. Best Catchy oder sowas. Ja, F2 Zulassung. 40 Gramm NEM. Wie viel drin sind, weiß ich nicht. Ich denke mal 40 Stück. 20 erscheinen mir hier zu wenig. Könnten aber auch 20 sein, ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen, wenn ich es zünde. Ich werde zu jedem dieser Produkte hier ein Testvideo machen. Dann kommen wir zu den Batterien. Da hatte ich 6 verschiedene bestellt, kam aber nur 3 an, jeweils dafür 2-mal. Die ACAB, die Wanted und irgendeine andere war ausverkauft. Deswegen habe ich die Liberas, falls man es so ausspricht, nee, Liberi, keine Ahnung, die When Weekend Comes und die UEFA Mafia 2-mal jeweils. Nehmen sich vom Preis nichts, haben alle so 5-6 Euro gekostet. Genau. Die sind in der F2 Zulassung, 104 Gramm NEM, 16 Schuss. Packe ich auch gleich hier wieder in deren Karton rein. Die UEFA Mafia, das gleiche. 16 Schuss, Kaliber 20 mm. 104 Gramm NEM. Genau, made in China. Und dann haben wir zu guter Letzt. Nee, falsch. Hier oben. Ah, jetzt kommt sie hier nicht raus, du dumme Sau. Doch. 16 Schuss, When Weekend Comes. Ebenfalls 104 Gramm NEM. Hier haben sie es schon wieder zugeklebt. Auch geil gemacht. Ja, 104 Gramm NEM, wie gesagt. F2 ebenfalls. Auch 16 Schuss. Ja. Genau. Das war's dann von meinem Unboxing zu meiner ersten Polenböller-Bestellung. Ich werde jetzt diesen Monat wahrscheinlich nochmal welche bestellen bei einem anderen Shop, der mir empfohlen wurde. Da bestelle ich dann etwas Raketen- und Leuchtfeuerwerk. Das war übrigens auch dabei, für die, die es auch geil finden, das zu knacken hier immer. Ja, das ist wie gesagt jetzt hier meine gesamte Übersicht. Genau, so. Und hier. Und ihr braucht gar nicht reinschreiben, irgendwie von wegen illegal oder sowas. Diese Kommentare werde ich gleich löschen. Und diese Nutzer eventuell auch ausblenden, je nachdem, wie sie sich im Ton vergreifen. Ich weiß selber, was ich tue. Das Zeug befindet sich auf polnischem Boden.
Ja, ich habe hier ein eigenes Zimmer bei Verwandten. Und ja, genau. Das wird natürlich auch hier gefilmt und gezündet. Versteht sich von selbst. Genau, deswegen ist es auch angekommen. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland ankommen würde, aber ich denke mal ja. Genau, das ist die Übersicht. Dann bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, liked das Video, teilt es gerne. Schreibt mir eure Meinung drunter. Was habt ihr für Erfahrungen mit den Polen Böller Shops? Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wie gesagt, das wird in zwei Teile wohl aufgeteilt. Wir sind jetzt hier bei 11,5 Minuten. So lange guckt eh keiner, deswegen mache ich zwei Parts draus. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.